Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, lieben Krebsen, denn in diesem Video geht es um die Krebse für den Monat Oktober. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist gesund. Und wir schauen jetzt mal bei den lieben Krebsen, was hier im Monat Oktober, um was es bei den Krebsen geht. Geben und nehmen, das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Botschaft für die Krebse, weil die Krebse einfach meistens viel zu viel geben und zu wenig darauf achten, was sie auch zurückbekommen. Meistens. Trifft natürlich nicht auf jeden zu. Es geht auch darum, in den Rückzug zu gehen, Innenschau zu betreiben, einfach mal Selbstreflexion, um mal reinzuschauen, wo gibt man zu viel, wo nimmt man zu wenig oder eben wo ist man oder wann ist man permanent zu tolerant und wo setzt man zu wenig Grenzen, um sich selber einfach auch zu schützen. Die zwei der Stäbe ist die Sehnsucht nach Veränderung, der Wunsch nach Veränderung, aber auch die Starrheit der Veränderung. Ja, man möchte, man kann aber nicht oder man macht nicht wirklich. Also auch hier wieder die Sechs der Stäbe. Die Sechs der Stäbe steht für Sieg, Erfolg, guten Nachrichten, positiven Nachrichten. Man fühlt sich irgendwo sicher, dass es erfolgreich wird, die Situation, in der du bist, die auch sicher wird. Also guck mal hier, sehr, sehr viele Stabkarten. Die Stabkarten stehen für den Tatendrang, für die Wünsche, für die Lebendigkeit, für die Begeisterung vor allem und aber auch vor allem für die Tatkraft. Also passt auch wieder wirklich hier super zum Vollmond im Widder, im Feuerzeichen. Wir haben auch hier leider die 10 der Stäbe, die dafür steht, dass man wirklich bis an die Grenzen geht. Ja, dass man richtig, richtig gestresst ist. Hat auch hier wieder mit Geben und Nehmen zu tun. Wie viel, inwieweit opferst du dich auf? Und wie wenig Grenzen setzt du? Wie tolerant und verständnisvoll bist du und wie viel bekommst du dafür im Außen? Auch hier als zentrale Karte, wir haben ja schon hier die Innenschau, die Selbstreflexion, was das Geben und Nehmen anbetrifft. Und als zentrale Karte haben wir die 4 der Schwerter, die auch für einen Rückzug steht, der Klärung bringt. Hier mit den Schwertern als Klärungsenergie. Ja, ganz klar hier auch, man wünscht sich Veränderung, man sehnt sich nach Veränderung. Die Situation ist nicht so rosig, deswegen wünscht man sich auch Veränderung. Man kommt aber nicht wirklich in die Gänge, weil man sich nicht traut. Ja, man hat Angst, ein Risiko einzugehen, auch wieder hier Stabenergie, Risikofreude, ja. Ist aber nicht so das Ding vom Krebs, ganz klar. Deswegen kann man sich auch hier nicht wirklich entscheiden. Aber auch hier wunderschön passend zu den 6 der Stäbe, die für den Erfolg steht, für den Sieg, für die guten Nachrichten, für die guten Aussichten in dieser Situation, für die du schaust. Auch hier die positiven Veränderungen.
Betrifft aber auch hier, ich muss es einfach dazu sagen, ich möchte ja nicht immer nur die oberflächlichen Botschaften sehen, sondern ich deute ja auch immer nach den Hausplätzen, denn die geben auch nochmal einen konkreten Hinweis, weil wir haben hier die Würfel auf den häuslichen Bereich. Hier geht es um eine Veränderung im häuslichen Bereich, die für dich nicht mehr stimmig ist und das womöglich schon seit sehr langer Zeit, aber ja, du traust dich einfach noch nicht, ja, du, es stellt für dich sozusagen ein Risiko dar, du bist nicht in deinem Mut, sozusagen dieses Risiko der Veränderung im häuslichen Bereich einzugehen, weil auch hier die positiven Veränderungen, die eigentlich sehr schön liegen, auch unter der Erfolgskarte, aber halt hier auf dem Hausplatz des Turms liegen, was bedeutet, ja, dass man einfach auch Angst hat, ja, die Mauern sind sehr hochgezogen, der Turm, man ist im Kopf, man traut sich selber einfach nicht, ein Risiko einzugehen. Hier kommt Bewegung rein, auch wunderschön, der Reiter liegt hier auf dem Hausplatz des Schiffes. Schiff bedeutet, kommt in Fluss, bewegt sich dorthin, auch mit dem Reiter nochmal doppelte Bestätigung. Hier geht es um einen Rückzug, der dir Klarheit bringt und dadurch auch Heilung bringt. Hier aus dich herauszukommen, aus dich herauszugeben. Dir wird womöglich auch hier klar, dass diese Veränderung ja, im häuslichen Bereich gar nicht so sehr mit damit zu tun hat, dass du womöglich gehen musst. Ja, denn man ist hier auf jeden Fall sehnsuchtsvoll nach Veränderung. Sondern, dass es hier womöglich an dem eigenen Verhalten liegt, hier richtig erschöpft zu sein, weil man einfach noch keine richtigen Grenzen gesetzt hat und sich dessen womöglich auch gar nicht bewusst ist, ja. Deswegen der Rückzug, also für mich einfach auch ein Umdenken, man muss nicht weggehen wollen, wenn man hier etwas auch intern lösen kann, weil es einfach mit einem selber was zu tun hat. Und hier geht es ganz klar ums Grenzen setzen, weil man einfach erschöpft ist. Oh Mann, es ist so schön, wie die Karten miteinander sprechen. Ja, kommt in Fluss auch hier. Also Bewegung kommt in Fluss. Das Schiff legt sich hier auf den Hausplatz der Schlange. Ja, also du gehst hier sozusagen bis an deine Grenzen wieder mal, weil du hier einfach womöglich zu viel gibst, zu viel Verständnis hast, zu tolerant bist. Dadurch kommen hier Themen der Schlange in Fluss sozusagen. Also du kommst hier an die Grenzen alter Themen, die du schon ewig kennst. Die Schlange zieht sich wie ein Kaugummi sozusagen. Das sind Themen von alten Verletzungen, alten Enttäuschungen, können auch Themen aus der Kindheit sein, ja, vielleicht kennst du es nicht anders, immer Rücksicht zu nehmen, immer tolerant zu sein, immer Verständnis zu haben. Ja, deswegen auch hier die Erschöpftheit, der Stress, sich einfach auch kaputt zu fühlen. Aber, und jetzt kommt's, was kommt in Fluss? Die Sonne, die Heilung, die Klarheit, die Geborgenheit, die Wärme, der Erfolg. Die Sonne steht auch für den Erfolg. Und auch hier mit der Welt, der Erfolg, dass hier durch diesen Rückzug, der dir sehr viel Klarheit bringt, ja, du zu einer Erkenntnis kommst, weswegen du ein Kapitel schließen kannst in deinem Leben, und zwar das Kapitel des zu viel Gebens, zu viel Verständnis, dieses zu viel von allem Guten für dein Gegenüber und zu wenig von allem für dich selber. Und das wirst du hier in diesem Rückzug, in dieser Zwangspause, die du dir geben wirst, musst, kannst, sollst, ja, um zu erkennen, dass auch du
Grenzen setzen musst, was dein Verständnis betrifft, dein Geben betrifft. Es kann auch hier sein, dass du in einer Verbindung bist, wo du immer gibst, gibst, gibst und nichts bekommst. Dann ist auch hier ganz klar, und es muss jetzt nicht nur dein Herzensmensch betreffen, es kann auch dein gesamtes Umfeld betreffen, vielleicht auch dein Chef, ja, dass du bei der Arbeit alles gibst, gibst, gibst und dein potenzieller Gegenüber, ja, nimmt immer nur. Und das macht dich müde. Das macht dich traurig, es macht, ist verletzend, ja, und du fühlst dich ungerecht behandelt. Aber hier liegt schon mal ganz klar die Botschaft drin. Setz deine Grenzen ordentlich, ja, und gib nur so viel, wie du bekommst. Oder nicht mehr, wie du bekommst. Denn darin liegt auch sozusagen der Erfolg, die Heilung. Ups, die hatte ich ja schon. Und die Klarheit, egal, auch das ist ein Zeichen, was ich nachher dann zum Schluss noch vorhole. Auf die Würfel sind gefallen die 6 der Münzen. Auch nochmal die Botschaft geben und nehmen muss im Gleichgewicht sein. Und vor allem hier in dieser Legung für mich der Impuls, auch Hilfe anzunehmen. Weil mir kommt hier schon die ganze Zeit rein, dass du gibst und gibst und gibst und gibst und selber womöglich nicht gar nichts annimmst, ja, oder nicht viel annimmst von außen. Aber auch hier die Botschaft, ins Gleichgewicht zu kommen und auch nehmen. Ich nehme hier ganz viel Nehmen an, Grenzen setzen, nehmen und auch Hilfe in Anspruch nehmen. Ja, denn hier ganz klar mit den 10 der Stäben gehst du hier bis an deine Grenzen. Mhm. Da haben wir es auch, den König der Kelche, dein Herzensmensch oder eben dieser Mensch, für den du hier schaust oder ja, für den Mensch, für den du gibst, gibst, gibst. Denn auch hier liegt der Vollerfolg in dieser Verbindung zu diesem Mensch, auch die positiven Veränderungen, die aber nicht zu vergessen auf dem Hausplatz des Turmes liegen, was bedeutet, du musst dich sozusagen aus diesem Turm befreien und dir bewusst sein über deine Grenzen und darüber, wie viel du gibst und wie viel du nimmst. Ja, denn darin liegt der Erfolg sozusagen in dieser Verbindung, indem du dir nicht mehr alles gefallen lässt, indem du nicht immer nur gibst, 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 dann hört auch diese Sehnsucht nach Veränderung auf, beziehungsweise darin liegt die Veränderung, ja, wo du dich hier nicht traust, was dir hier aber bewusst wird, ja, weil wir haben hier zentrale Karte, durch diesen Rückzug die Erkenntnis des Geben und Nehmens, die Erkenntnis deiner Grenzensetzung und somit liegt die positive Veränderung auf dem Turm, heißt der Befreiung durch Erkenntnis und damit ist der Weg sozusagen geebnet oder erfolgreich. Somit kommen hier positive Veränderungen mit dem Herzensmenschen rein. Ja, positive Veränderungen durch diese Klarheit, die du in deinem Rückzug gewinnst. Aber du musst dir halt schon klar werden, wo sind die Grenzen, ja, realistische Grenzen zu setzen. Das heißt nicht, dass du hier jetzt total egoistisch werden musst, im Prinzip schon, aber ich rede jetzt vom positiven Ego, wo du einfach dich hier und deine Nerven schützt und somit auch nicht mehr enttäuscht werden kannst, ja.
ganz klar, hier kommt Bewegung rein, hier kommt Bewegung in Fluss, was die Heilung betrifft. Und somit liegen auch hier schon wieder mit dem Ass der Kelche die Chancen und Möglichkeiten in der Liebe. Ja, es kann die Versöhnung sein, es kann ein Neubeginn sein, weil auch hier der Herzensmensch auf den positiven Veränderungen liegt. Ja, das Ass ganz klar für die Chancen und Möglichkeiten, aber auch, ganz wichtig an dieser Stelle, in der Hauptenergie, die Asse stehen ja auch immer für den Ursprung von Eigenschaften, ja, und in dem Fall geht es um den Ursprung von Gefühlen und Emotionen, die du hier womöglich durch deine Grenzensetzung, hast du dich ja schon hier von deinen eigentlichen Emotionen und Gefühlen und der Leidenschaft zurückgezogen, ja, durch Enttäuschungen und Verletzungen, weil du halt hier auch immer wieder gegeben hast, ja, und wahrscheinlich sehr, sehr wenig bekommen hast. Und darum geht es auch durch diesen Rückzug, Heilungsprozess, wieder in den Ursprung deiner Gefühle und Emotionen zu kommen und auch in dein Vertrauen, aber mit der klaren Erkenntnis, dass hier Geben und Nehmen in der Vergangenheit einfach nicht im Gleichgewicht war, ja, und dass du dir bewusst wirst, dass du auch bekommen darfst, bekommen musst, um liebevoll geben zu können. Ja, denn wenn man immer nur gibt und nichts bekommt, macht sich einfach Enttäuschung und Frustration breit. Ja, und dann ist die Sehnsucht nach Veränderung da, aber auch hier ganz klar, die Veränderung findet in dir selber statt. Ja, und dann mit dieser Erkenntnis kommt natürlich auch nicht nur der Ursprung deiner eigenen Eigenschaften zurück, sondern dann ist auch der Weg für den Neubeginn in der Liebe geebnet und das als zentrale Energie mit den positiven Veränderungen. Ja, auf die 10 der Stäbe, das Schiff, was in Fluss kommt, also beziehungsweise die Themen, die in Fluss kommen, die dann zur Heilung führen. Da haben wir die 8 der Münzen, die klassische Arbeitskarte. Okay, das passt auch hier zu den 10 der Stäbe. Ja, also hier klassische Arbeitskarte mit den Themen, um die es geht im Rückzug, wo du auch hier bis an die Grenzen gehst, wo du auch wirklich, wo dich stresst, aber auch hier bei dieser Karte ist ganz klar, hier arbeitet man an diesen Themen, ja, geben und nehmen, und durch diese Arbeit, wo man bis an die Grenzen geht, ja, die einen auch stresst und müde macht und vielleicht auch kraftlos, ja, aber das wird hier belohnt, denn darum wird das hier erfolgreich. Ja, in Fluss kommt Erfolg. Die Klarheit über das vergangene Problem. Klarheit, Erfolg, Sieg. Und somit auch die positiven Veränderungen, was die Liebe betrifft. Passend auch wieder zur Vollmondenergie, der Ehrgeiz, der Wille, der Tatendrang. Denn du nimmst hier die Themen jetzt wirklich, wirklich in die Hand, weil du lässt dir hier nicht mehr du wirst dich sozusagen befreien davon,
immer nur zu geben und nicht zu bekommen. Das wird dir hier definitiv klar und wunderschön, kommt hier in Fluss. Du kommst aus dieser Angst raus, du gehst in den Tatendrang. Du wirst dich hier wirklich mit deinen Themen beschäftigen und somit ist der Erfolg. Oh, die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Also Erfolg, 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 Erfolg auf allen Ebenen. Erfolg, Zuversicht, Bodenbeständigkeit, Ehrlichkeit, Loyalität, herzliches Willkommen sein. Also hier wird es sehr, sehr erfolgreich werden für die Krebse im Oktober. Und das liegt daran, weil du hier wirklich alles gibst. Alles gibst, weil du erkannt hast, du lässt dir nicht mehr die Butter vom Brot nehmen, damit der andere doppelt so viel Butter hat wie du. Und das finde ich wunderschön. Und jetzt möchte ich noch schnell die letzten Karten hier unterm Deck. Auch hier durch die Erkenntnis deiner Grenzen, dein Gleichgewicht von Geben und Nehmen, auch hier die Sonne. Der Erfolg in dieser Angelegenheit und eine mega schöne Karte hier aus dem Lennemore Deck. Die Angst oder die Zweifel, die du hast, hier aus dir herauszukommen, zu dir zu stehen, in den Mut zu kommen, hier mit der Lernaufgabe oder dem Schicksal. Du nimmst hier sozusagen, bearbeitest dein Karma, verarbeitest dein Karma, befreist dich von deiner Lernaufgabe, von deiner Belastung, von deinem Schicksal, denn diese war offensichtlich, dass du hier mutlos warst, dich nicht entscheiden konntest, dir vielleicht das eine oder andere auch nicht klar war, weil du stets aus Liebe gehandelt hast, ja, was aber vielleicht falsch verstandene Liebe war, denn geben, geben, geben hat nichts mit Liebe zu tun. Auch, ja, schon, aber nehmen eben auch. Weil in erster Linie musst du ja auch dich selber lieben. Und wenn du nur gibst, gibst, gibst und nichts bekommst, dann ist die Liebe nicht im Gleichgewicht. Auch hier nochmal schön zu sehen, in Fluss kommt Erfolg. In Fluss kommt aber auch der Ursprung deiner Gefühle und Emotionen. Dadurch auch der Neubeginn durch Veränderung und durch Verarbeitung, Bearbeitung deines Schicksals, was dir hier bewusst wird. Und was haben wir hier auf der letzten Karte der oberen Reihe? Passender kann es nicht sein, die faire Entscheidung, die Fairness, die Eigenverantwortung, das Wohlüberlegte, auch nochmal eine Entscheidung, eine Überlegtheit, hier klare Überlegtheit, eine faire Entscheidung zu treffen, in die Veränderung zu gehen, was das Geben und Nehmen betrifft, und dadurch sich von dieser Belastung befreit. Und dann ist hier ein Erfolg auf allen Ebenen zu sehen. Ich könnte sogar jetzt diese Karte noch dazu nehmen, ja, Schicksalsschlag und Befreiung. Also wirklich ein Erfolg auf allen Ebenen. Eine Karte aus dem Deck, finde deinen wahren Weg. Die Vier des Feuers. Also die Vier der Stäbe. Offen sein, willkommen sein, andere willkommen heißen. Die Karte steht für Fröhlichkeit, für Geborgenheit, für das Harmonische, für ein gemeinsames Glück, für gute Gespräche, für kann auch die Hochzeit sein oder die Hochzeit, das Beständige, das Feste. Also das Gleiche wie hier im Prinzip. Ja, das ist dein wahrer Weg, in die Fröhlichkeit zu kommen, in den Mut zu kommen, das Schöne im Leben zu leben, das Schöne zu genießen, das Vertraute zu haben, auch passend hier wieder zu dieser Karte, ja. Passt übrigens, wie ich gerade sehe, durch Zufall wie die Faust aufs Auge, Vier des Feuers,
Die Sonne ist Feuer, Wärme, Liebe, Geborgenheit, passt wie die Faust aufs Auge auf die Karte. Wir haben ja auch hier die Quersumme 4. Kann ein Zufall sein, ist auch egal. Die Karten sprechen ein ganz klares Miteinander. Okay, also ein wunder erfolgreicher, schöner Oktobermonat für die Krebse auf jeden Fall. Auch hier an dieser Stelle nutzt die Kraft und Energie der Widderenergie des Vollmondes, denn hier geht es wirklich voller Tatenkraft und volle Kraft voraus. In diesem Sinne einen wunderschönen Tag, meine lieben Krebse. Bis zum nächsten Video. Bis dahin, deine Sandra.